What's poppin', Boys and Girls? Heute geht es um etwas, ich hätte nicht gedacht, dass ich das wirklich jemals mal drehe, aber es geht um meinen Kleiderschrank. Es ist voll krass, unter fast jedem Video, wo man im Hintergrund mal meinen Kleiderschrank sieht oder jeder Insta-Story, wo das im Hintergrund ist, kommt immer von irgendwem die Frage, kannst du mal deinen Kleiderschrank zeigen? Und ich habe das nie gemacht, weil, Hand aufs Herz, ich habe das Gefühl, man sieht im Internet immer nur Kleiderschränke, entweder von krassen Minimalisten oder von Leuten, die einen begehbaren Kleiderschrank haben, ein Ankleidezimmer. Und ich bin irgendwie so ein irgendwas dazwischen. Ich glaube, wie die meisten Menschen, aber ja, ich habe nie jetzt gedacht, oh, das ist jetzt der Grund, warum ich euch meinen Kleiderschrank zeigen muss. Aber ich habe gestern ein Video gesehen von einem Mädchen, die hat ihren Kleiderschrank ausgemistet. Und das hat mich so motiviert, meinen Kleiderschrank auszumisten, weil ich das schon seit 3-4 Wochen vor mir her schiebe. Bei mir ist es so, ich bin ja jetzt quasi gerade in meine neue Wohnung gezogen. Wir haben jetzt gerade wirklich nur in der Wohnung Dinge, die wir wirklich jeden Tag oder mehrmals die Woche benutzen. Und es ist so ein befriedigendes Gefühl. Und ich möchte das auch mit meinem Kleiderschrank. Um den geht es übrigens gleich da. Ihr seht dieses chaotische Ding da. Ich habe gemerkt, es gibt wirklich Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank, die mir richtig doll Freude bereiten. Und es gibt ganz viel Zeug, was ich jedes Mal, wenn ich es angucke, was mir irgendwie so ein schlechtes Gefühl gibt, wie, oh, das wolltest du doch schon seit 2 Jahren weggeben, aber du kannst es immer noch nicht weggeben. Aber ich zeige euch jetzt erstmal den Status quo, wie es aktuell aussieht. Das ist aktuell die Kleidersituation. Diese Seite, also dieses Trennteil, trennt quasi meins und Kevins Zeug. Also das ist Kevins Zeug. Und so ein bisschen hiervon ist Kevins Zeug und das hier unten ist auch Kevins Zeug. Und das auf dieser Seite sind meine Sachen und das. Ja, das sind Dinge, von denen ich mich emotional eigentlich schon getrennt habe. Sachen, wo ich mir nicht sicher bin oder Dinge, die halt irgendwie Sommersachen sind, wo es sich nicht gelohnt hätte, die jetzt in dieses kleine Moped hier reinzuquetschen. Ja, was soll ich groß erzählen? Lass uns anfangen. Deswegen packe ich jetzt einfach mal alles aufs Bett. Oh Gott, das wird ein Desaster. Und dann schauen wir mal. Da sind teilweise Jeans-Shorts bei, die sind locker 6 Jahre alt oder so. Was ja gut ist, ne? Ist ja gut, wenn man lange was hat, was man trägt, aber wenn man lange irgendwas hat, was man seit 4 Jahren nicht getragen hat, dann ist es vielleicht auch nicht so gut. Okay, fangen wir zuerst einmal mit diesem Kleid an. Das habe ich mir in Ibiza auf einem Markt gekauft. Da habe ich eine Frau gesehen, die sah so, oh, die war einfach schön. Die sah aus wie eine Esmeralda. Die hatte schwarze, lange, lockige Haare. Und dann hatte die dieses Kleid an. Dann bin ich zu ihr hin und habe gesagt, wo haben Sie dieses Kleid? Und dann hat sie gesagt, kein Problem, ich verkaufe dieses Kleid. Also das werde ich auf jeden Fall behalten. Scheiße, es ist immer so. Ich sehe diese Jacke im Schrank und dann denke ich so, ey, die muss weg. Und dann habe ich sie an und denke so, boah, aber irgendwie ganz geil. Wenn du irgendwann mal so in einem Club bist, hast ein schwarzes Outfit an und dann kannst du diese überziehen. Und dann sagt mein zweites Ich halt so, du in einem Club, wann ist das denn das letzte Mal passiert? 1997. Ich lege sie erstmal an die Seite. Wir machen ein, ich lege sie an die Seite Stapel. Hier haben wir noch so ein Exemplar. Ich habe diese Jacke noch nie angehabt. Aber jetzt, gerade wo ich sie anhabe, bin ich der festen Überzeugung, dass ich sie dieses Frühjahr tragen werde. Ich bin überhaupt nicht so ein Übergangsjackentyp irgendwie. Kommen wir zu diesem guten Teil. Ich mag sowas ganz gerne auch sehen. Nicht tragen, aber sehen. Im Frühjahr. So zu Zeiten, wo man halt Übergangsjacken trägt, die ich nicht trage. Und Jeansstoff halt auch mega sperrig ist und ich mich frage, wieso man überhaupt Jeansstoff erfunden hat. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer einen Unterschied zwischen dem, wer man ist und wer man gern sein möchte. Und ich muss sagen, dass dieses kleine bisschen in mir, das noch etwas sein möchte, was mein anderes wirkliches Ich nicht so gerne am Körper haben möchte, das existiert halt auch noch. Ich finde die halt mega geil. Das Einzige, was ich mit dieser Jacke so ein bisschen, wo ich so ein bisschen Probleme habe, ist hinten drauf. Da ist eine Unterschrift drauf von Psycho, Dino und Crow. Es steht dick und fett für Kevin drauf. Aber wenn ich sie dieses Frühjahr schon wieder nicht anziehe oder diesen Sommer, dann kommt sie spätestens im Herbst weg. Weil es bringt ihr auch nichts, wenn sie da hängt. Und es gibt garantiert, ja, es gibt garantiert Leute, die sich darüber freuen, wenn auf ihre Jacke für Kevin steht, aber okay. Dieser Pulli, den ich gerade anhabe, ist übrigens auch ein Pulli, der wegkommt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist so ein richtiger Verbrecherpulli. Ich lag im Herbst krank im Bett und dann habe ich auf Pinterest ein Foto gesehen von einer Frau, die einen richtig geilen grünen Pulli anhatte. Ja, und dann habe ich den irgendwo, muss ich zu meiner Schande gestehen, aus China bestellt. Und es war wie so ein Provokationstest. Wisst ihr, manchmal gibt es auch so Sachen, da hört man mit auf. Es gibt Sachen, die kauft man nicht mehr. Oder die hat man, Leute, mit denen will man nichts, wollte man nichts mehr zu tun haben. Und dann macht man einmal so eine kleine Reise in die Vergangenheit. Und dann wird man daran erinnert,
das einfach eine scheiß Idee war. Ich finde, es hat so ein bisschen was Clueless-mäßiges oder Clarissa-mäßiges, also ein bisschen 90er. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, denn wenn nur ein Kleidungsstück in meinem Kleiderschrank bleiben dürfte, dann wäre es das. Oh, jetzt bin ich mir schon wieder unsicher. Ich habe das extra dahingelegt mit dem Gedanken, das kommt auf jeden Fall weg. Senfgelb ist nicht deine Farbe. Und jetzt habe ich es in der Hand und denke mir so, aber guck doch mal, wie schön. Aber guck mal, wie rosa mich das macht. Seht ihr das? Bestimmt nicht, weil ich einen Filter drüber gelegt habe am Ende des Liedes. Ich habe so eine rosige Haut und Senfgelb ist einfach absolut nicht meine Farbe. Aber es beißt sich. Meine Haut sagt, bah. Und der mich anguckt, sagt, bah, wieso ist die so rosa? Weil es so im Kontrast steht. Ich muss es jetzt immer so mischen. Teile, die ich behalte und dann Teile, die ich nicht behalte, weil sonst kriege ich Verlustängste. Kommen wir zu meinem aktuell allergrößten Stolz und das ist dieser Haufen hier. Das sind 4 Pullis, wo ich wirklich gedacht habe, dass ich die weggeben muss, weil die so vernoppt und versifft waren. Und ich habe mich in den letzten Tagen diesen Pullis gewidmet. Ich habe circa 10 Stunden auf diesem Bett gesessen und habe meine Klamotten rasiert. Und zwar mit einem Stoffrasierer. Ich kann euch das gerne unten verlinken. Und ich bin da jetzt drüber gegangen und der sieht aus wie frisch gekauft. Das hier war jahrelang mein absoluter Lieblingspulli. Der war mit mir in Indien, der war mit mir in Thailand, der war mit mir in Kambodscha. Der sah so asozial. Da waren wirklich, die Noppen hier drauf waren so groß wie Smarties. Und ich bin da mit diesem Stoffrasierer drüber gegangen. Und dieser Pulli sieht einfach jetzt 1:1 wieder genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, als ich ihn neu gekauft habe. Genau dasselbe mit diesem Ding hier. Den habe ich mal in Amsterdam mit Laura zusammen in einem Secondhand gekauft. Und der war auch schon mega noppig, aber ist halt so ein Oldschool Adidas Pullover. Ja, und da bin ich auch mit meinem Stoffrasierer drüber gegangen und muss ihn nicht weggeben, sondern kann ihn wieder in den Schrank legen. Okay, kommen wir zu einem T-Shirt. Und das habe ich richtig oft bei Sachen, die Aufdrucke oder Schriften oder was Witziges drauf haben. Ich sehe das, will das unbedingt haben, weil ich das mega witzig finde oder mega cool finde. Und wenn der Witz aber so einmal passiert ist, dann ist er halt nicht witzig, wenn du ihn jeden Tag neu erzählst. Für dich selber, weißt du? Und genauso war es mit diesem T-Shirt. Scheiße, jetzt denke ich schon wieder... Okay, es kommt auf den Vielleicht-Stapel. Das ist viel schwieriger, als ich es gedacht habe. Also rosa und pink ist sowieso... Mein jugendliches Ich würde jetzt aufschreien und würde sagen, was? Pink ist deine Farbe, Jaco. Ich bin schon so ein rosaner Mensch. Also wenn ihr mich nackt seht, ich bin so... Eine rosane Fläche irgendwie. Da brauche ich irgendwie nicht noch rosa draufknallen. Der tut nichts für mich. Ich habe es gesehen und das Foto war schön und die Frau war schön. Und dann wollte ich es auch haben. Und dann war es einmal kurz witzig und dann irgendwie auch nicht mehr. Ich ziehe den einfach nicht an. Ich muss ganz ehrlich zu mir selbst sein. Ich bin nicht so ein, ich habe einen Spruch auf meinem Pulli, Girl. Irgendwie weiß ich auch nicht. Wenn ich im Laden stehe, dann denke ich, dass ich das bin, aber ich bin das irgendwie nicht. Sobald ich zu Hause bin, packe ich das nicht mehr aus. Ja, und der hier kommt auf den Vielleicht-Stapel, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich den behalte, weil ich den auch zu Hause ganz gern trage. Der ist innen drin ganz weich. Und ich habe immer nicht so gern so super viele Zuhause-Sachen. Man sagt immer, das kann man zum Schlafen anziehen oder das kann man zum Gammeln anziehen. Ich brauche nicht 15 Schlaf-T-Shirts. Dieses Teil gucke ich seit einem Jahr an und will es aussortieren, aber ich kann nicht, weil ich es so schön finde, aber ich mag es nicht an mir. Und es ist so ein Pulli, der quasi vorne so einen weiten Dings hat und hinten quasi so gebunden ist. Ich ziehe ihn einfach nicht an oder ich ziehe ihn an, nur um einen Grund zu haben, ihn zu behalten. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich diesen Pulli in der Hand habe, fühle ich mich mega schlecht. Und deswegen soll er weg. Auch wenn es mir richtig schwer fällt, weil es ein richtig schönes Teil ist. Oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, von dem loszulassen, was ich sein möchte. Versteht ihr? Das ist ja das Problem beim Ausmisten. Du hast Angst, loszulassen, entweder... das loszulassen, was du mal warst oder das, was du gern sein möchtest. Aber im Optimalfall hast du einen Kleiderschrank, der repräsentiert, wer du bist und was du magst. Scheiße, ich gebe den jetzt weg. Also der tut für meine Figur gar nichts. Kommen wir nun zu einem Problem. Das hier ist ein Packen von Dingen, die ich nicht loslassen will, weil ich es mal war. Also ich habe meine ganze Jugend lang lange Strickjacken getragen und ich fühle mich halt auf eine gewisse Art und Weise wohl da drin, weil ich es schon so lange kenne. Aber um ganz ehrlich zu sein, fühle ich mich viel wohler, wenn ich einfach einen passenden Pulli und eine Hose anhabe. Fertig. Und nicht irgendwas, was rumflattert. Und deswegen muss ich jetzt ganz stark sein. Weil das hier ist so ein bisschen ein Vergangenheits-Ich, was ich ganz doll festhalte. Und wo ich wahrhaftig auch in Läden immer noch hingreife, weil das so fest in meinem Kopf verankert ist. Ja...
Ja, es gibt auch Pro-Argumente dafür, aber es gibt halt auch welche dagegen. Und dagegen wäre zum Beispiel, dass ich dieses Teil nur anziehe, wenn ich es über meinen Pyjama drüber ziehe. Aber ich brauche nicht noch mehr Sachen, die ich über meinen Pyjama drüber ziehe. Könnt ihr euch jetzt mit dieser Jacke 20 Outfits in Kombination in meinem Kleiderschrank zeigen, wie das richtig fancy aussieht? Aber das sind, ich bin dann verkleidet. Ich würde das so gern anderen Leuten anziehen. Aber ich selber bin das einfach nicht. Es fällt mir schwerer, als ich dachte. Ich habe gedacht, ich mache so ein richtig cooles Video. Oh ja, ich bin Minimalist und das gebe ich alles weg. Arschleck. Kommen wir zum nächsten Langen. Die hat so ein Weinrot und die schmiegt sich irgendwie mehr an. Da fühle ich mich nicht so oll und lodderig irgendwie drin. Ein bisschen von meinem Vergangenheits-Ich darf ja vielleicht auch noch bleiben. Dieses Teil ist nicht leider aus dem Secondhand, sondern ursprünglich, glaube ich, mal früher von Primark. Ich ziehe sie nicht gerne an, weil sie ist schwer. Und zwar an den falschen Stellen. Sie behindert die Hände. Aber sie ist halt so super krass oversized. Und was ich geil finde ist, die ist halt so absichtlich auf ranzig gemacht. So aufgedingstert. Und ich finde die halt so geil von der Optik her. Nein, du kommst weg. Es gibt nichts für dich zu tun hier. Kannst du das auch mit professionellen Jacken? Nein, ich glaube nicht. Wenn ich das in der Hand habe, weiß ich, wie man sich fühlen soll, wenn man ein Kleidungsstück besitzt. Seit 3 Jahren gucke ich jeden Sommer in den Schrank und freue mich so sehr, dass ich dieses Top wieder anziehen kann. Ja, und so geht es mir eigentlich bei all diesen Tops hier. Also das sind alles Tops, die größtenteils so am Hals lang geschnitten sind, weil das sehr viel für meine Figur tut. Aber ich rede gleich auch noch über Sportklamotten und dann werde ich euch erklären, was ich damit meine. Ich habe es auf Instagram gesehen und das ist so ein Mädel, die malt quasi High-End-Marken auf T-Shirts mit dem Edding. Und ich fand es mega witzig. Es ist ein selbstgedrucktes Supreme-T-Shirt aus Kambodscha. Marken nachgemacht in prollig, manchmal sehr witzig. Also ich trage das dann nicht, weil ich will, dass die Leute denken, ich bin irgendwie geil oder coole oder bin ein Hype-Beast oder so. Sondern ich finde es witzig. Das Problem ist, dass wenige Menschen das verstehen und denken, ich bin übelster Proll, aber das ist mir egal. Das hier ist ein T-Shirt von Marlene. Die hat auch 3 Zeichnungen aus meinem Kalender gemacht, aus meinem spirituellen Kalender. Und die hat das hier auch selbst gezeichnet und mir geschickt und geschenkt. Und das finde ich richtig geil. Das trage ich super gerne. Mann, ich finde es, weißt du, manchmal denke ich, es ist ja schon irgendwie witzig. Und dann denke ich, nein, es ist nicht witzig. Und dann denke ich, boah, es ist mega cool, Mann. Ich habe es nicht nötig, mir Versace zu kaufen. Ich habe es mir einfach mit Edding selber gemalt. Okay, wisst ihr was? Ich schmeiße es in die Wäsche. Und dann kann ich immer noch entscheiden. Und bei dem hier, es ist vorbei. Stand auf meinem T-Shirt das, was mir Leute mal vorrappen. Und jetzt merke ich, brauche die Marke halt auch wirklich nicht mehr in meinem Leben. That's not me anymore. Das war auch ein Versuch aus dem Secondhand, aber ich weiß auch nicht. Also wir finden irgendwie nicht zueinander. So, kommen wir nun zum Thema Sportklamotten. Ja, ein sehr heikles Thema, weil ich habe mein ganzes Leben lang keine Sportklamotten gebraucht, weil ich habe nie Sport gemacht. Neuerdings tue ich das aber, weil ich hatte einen Bandscheibenvorfall und ich bin neuer Yoga-Freak seit 2 Jahren. Ich habe im Grunde genommen nie wirklich Sportklamotten gehabt. Auf jeden Fall habe ich das immer angezogen und diese Hose, die habe ich irgendwann mal vor 5 Jahren oder so im Secondhand gefunden. Das ist so eine Nike-Sporthose. Und ich möchte die eigentlich seit Jahren austauschen. Hier oben ist so ein Bund, den man zuzieht und der tut aber so weh am Bauch. Besonders ich mit meinem Blähbauch immer. Und der Rest rutscht aber. Wisst ihr, also die ganze Hose will eigentlich die ganze Zeit nach unten. Und für zu Hause ist es ganz geil, aber wenn ich wirklich irgendwo in einen Yogakurs reingehe, muss ich euch ganz ehrlich sagen, schäme ich mich immer ein bisschen, weil die auch schon ganz fuddelig aussieht. Naja, auf jeden Fall habe ich neue Sportklamotten zugeschickt bekommen von einer sehr, sehr tollen Firma. Und diese Firma ist auch der Sponsor dieses Videos. Ich muss euch ehrlich sagen, es sind die ersten wirklichen Fair-Fashion-Teile, die ich besitze. Ihr wisst, ich bin so ein kleiner Second-Hand-Lover und das war immer meine Ausrede zu sagen, ja gut, ich kaufe 99% Second-Hand und diesen 1%, den ich mir im Jahr bei H&M kaufe, der ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Naja, ich zeige es euch einfach mal. Das ist zum Beispiel das erste Outfit. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, als ich von meiner anderen Sporthose, die ich eben gezeigt habe, das erste Mal in diese Sporthose gestiegen bin. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist einfach ein Stoff, das ist wie eine zweite Haut. Die Klamotten sind vegan, die sind fair produziert aus Bio-Baumwolle und PETA-zertifiziert.
und sind einfach wunderschön. Ja, und ich finde, dass die auch sehr, sehr viele schöne Outfits haben, die sehr girly sind und sehr schön geschnitten. Also meiner Figur tut es halt was sehr Gutes, dass es hoch geschnitten ist. Und was ich auch sehr, sehr gerne mag, sind, wie gesagt, diese Tops. Und da wollte ich auch noch was zu sagen, warum ich das so gerne trage. Ich zeige euch jetzt mal gerade den Unterschied. Habt ihr einen Eindruck von mir gewonnen? So, oder wenn ihr meine Figur so seht. Also ich sag euch jetzt, das ist, ihr könnt das tragen, wie ihr wollt, aber es ist jetzt nur mal ein kleiner Exkurs, um das im Hinterkopf zu haben, weil manchmal achtet man nicht so darauf, wie sind die Sachen geschnitten. Ganz oft sehe ich Frauen und ich finde Sachen an denen so schön und dann probiere ich das selber an und fühle mich so unwohl und so schlecht und so hässlich, weil das an mir nicht so schön aussieht, aber einfach nur, weil ich ein ganz anderer Typ bin. Also zum Beispiel habe ich dieses Top mit dieser Hose zusammen auf der Seite von Oceans Apart gesehen und fand es ganz, ganz toll. Die Frau, die das anhatte, das sah so grandios aus und ich wollte das genauso haben. Als ich das dann aber zu Hause gezogen habe, fand ich das an mir gar nicht so schön. Und das liegt daran, dass ich zum Beispiel hier breiter gebaut bin. Und deswegen steht es mir sehr gut oft, wenn ich Tops trage, die meine Schultern breiter machen. Also Tops, die hier enger zum Nacken hingeschnitten sind. Also da sich ein bisschen einzugucken, tut der Selbstliebe manchmal ganz gut. Einfach zu wissen, wer man ist und was einem steht. Ein weiteres meiner absoluten Lieblinge ist das hier. Ich finde einfach, oh, die liegen so schön an und ich mag das sehr gerne mit diesen Mopeds da unten. Was ich halt auch sehr, sehr cool finde und wo ich zukünftig immer drauf achten werde, ist, die haben hier oben so ein Shapewear-Bund. Das ist einfach ein bisschen festeres Material, was sehr viel Stabilität gibt und es ist ein bisschen, als hätte man eine Bauchwerkhose an, aber nicht so, dass es Bauchschmerzen macht, sondern so, dass es angenehm ist. Es fühlt sich einfach nur fest am Körper an. Ich finde das hier und das Weiße oben am schönsten. Es liegt aber einfach daran, ich mag es sehr, sehr gerne, unten dunkle Farben zu tragen und oben helle Farben, die die Schultern breiter machen, weil das meinen Oberkörper größer macht und somit meinen Unterkörper kleiner. Die Probleme einer Frau, die in den 90ern groß geworden ist. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal gucken bei Oceans Apart. Ich verlinke euch unten die Website. Da blende ich euch hier einen Gutscheincode ein. Da bekommt ihr auf die gesamte Kollektion 20%. Und wenn ihr arme kleine Kirchenmäuse und Studenten seid, könnt ihr auch bei mir bei Instagram gucken, weil ich nächsten Sonntag eine Verlosung mache. Also da gibt es so ein paar Special-Aktionen dann, wo man was dazu geschenkt bekommt und auch eine Verlosung, wo ihr ein Outfit gewinnen könnt und so. Wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr da vorbeischauen, wenn ihr da was Schönes findet. Machen wir weiter. Oh, ich hab so einen Blähbauch. Ich hasse das Thema Hosen. Also erstmal gibt es Hosen, die brauche ich gar nicht anprobieren. Keine Ahnung, warum ich die besitze. Dann kommen wir zu meiner absoluten Lieblingshose. Die trage ich seit 8 Jahren. Garantiert aus dem Secondhand, weil steht Esprit drin und ich bin noch nie in einem Esprit-Laden drin gewesen. Aber sie ist so morsch, dass sie an allen Ecken und Enden aufreißt. Sie ist nicht mehr zu retten. Und ich werde sie jetzt weggeben. Und ich werde mich auf die Suche begeben nach einer neuen schwarzen Jeans, die auch besser sitzt als die, weil die sitzt eigentlich ein bisschen tief. Vor 8 Jahren hat man nur nicht so hohe Hosen getragen. Ich möchte gerne solche Hosen tragen und ich finde das auch schön, aber Hand aufs Herz, damit sie wirklich bequem sitzen würde, müsste ich 3-4 Kilo abnehmen und ich habe keine Lust mehr darauf, Sachen zu besitzen, bei denen ich darauf warte, dass ich abnehme. Das sieht echt ein bisschen 90. Ich sehe ein bisschen Britney Spears. Das ist mit Abstand die asozialste Hose der Welt. Sie ist unbequem, sie ist einfach unbequem und sie hat riesengroße Löcher, die immer weiter aufreißen. Diese Hose habe ich gekauft. So, das war zu. Na, vielleicht habe ich sie so eng gekauft, dass das Loch gar keine Wahl hatte, als zu platzen. Ja, das ist eine Hose, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist nur so eine Hose, die ist eigentlich gar nicht geschnitten auf meine Figur, aber ich kaufe sie mir einfach viel zu groß, wobei sie ist gerade gar nicht so groß, habe ich zugenommen. Scheiße, da hat ich abgenommen. Okay, und jetzt wo ich die gerade anhabe, ist die eigentlich ganz angenehm, aber ich glaube, die sitzt nicht richtig gut, oder? Da mache ich eine Umfrage. Ja, ich kann, ja oder nein. Und das Feeling ist gerade ganz gut. Dann habe ich noch zwei etwas neuere karierte Hosen, wo ich mich sehr drauf freue, die im Frühling richtig auszutragen. Das ist einmal hier so eine lilane, die finde ich richtig geil. Und so eine, die ein richtig krass breites Bein hat. Die ist richtig 70er. Und darauf freue ich mich sehr, sehr doll. Ich dachte, ich hätte abgenommen. Aber das fühlt sich nicht so an in den Hosen, die ich lange nicht anhatte. Also sie könnte ein bisschen größer sein, aber ich finde sie so großartig,
mit diesen Knöpfen hier. Muss ich übrigens mal aufpassen. Ich habe das Gefühl, da kriegt man schnell eine Camel Toe. Also Leute, falls ihr Reiterhosen habt, falls ihr einen dicken Arsch habt, falls ihr dicke Oberschenkel habt, Marlene-Hosen sind euer Freund. Also meine auf jeden Fall. Gar keine Frage. Bleibt auf jeden Fall mega schlechte Qualität. Nach dem ersten Waschen kamen da schon diese kleinen, aber ich finde den einfach geil. Ich fühle mich wie ein ganz großes Baby, was so ganz viel Freiheiten mit seinem Körper hat. Genauso wie die. Also die mag ich richtig gerne. Fuck, Mann, die ist auch enger. Ja, ich habe halt gedacht, die muss auf jeden Fall bleiben, weil die so eine schöne Figur macht. Aber ich sag euch, wie es ist. Die ist zu eng geworden hier oben. Und ich weiß, man soll keine Klamotten behalten, die... Das ist kacke. Wenn du immer daran erinnert wirst, dass du noch was hast, wo du für abnehmen willst, ich will sowas nicht mehr. Aber diese Hose, die war wie angegossen für mich. Ich kann nicht loslassen. Das geht nicht. Vielleicht kann ich oben reinschneiden. Das ist eine S. Okay, dann habe ich kein Problem damit. Tut mir leid, aber das ist leider eine S und ich bin halt eine M. Ich war noch nie in meinem Leben eine M, ich war immer eine L. Aber gut, tut mir leid, ich bin leider aus meiner S rausgewachsen. Wieso zur Hölle habe ich eine Hose in S? Das macht ja gar keinen Sinn. Gut, wenn es einem so einfach gemacht wird und man die Hot Pants einfach gar nicht mehr zubekommt. Gut, die Probleme lösen sich hier ganz von allein. Nee, also... Hallo. Ich besitze übrigens sehr, 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 sehr viele Levis Shorts. Ich habe mal so eine Zeit, da fand ich das mega geil. Ich habe mich zwar nicht getraut, die anzuziehen, weil... Ich sag's jetzt nicht nochmal, ne? Wir leben im Jahr 2019. Da praktiziert man Selbstliebe und redet nicht über seinen Unterkörper. Aber ich war halt nie so der... Ja. Nein. 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 Weg. Ja, die ich jetzt gerade anprobiere, die passt auf jeden Fall. Das weiß ich, weil ich mir die viel zu groß gekauft habe und ganz viele damals schon zu mir gesagt haben, Jaco, hast du dir die nicht nur nochmal zu groß gekauft? Gott sei Dank, denn jetzt passt sie. Ich weiß nicht, also ich und Hotpants, wir werden wahrscheinlich nie so krasse Freunde, aber gerade so im Urlaub oder so finde ich das ganz geil. Und das ist so eine, die hat hier unten so Spitzenapplikationen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und da das die einzige ist, die übrig geblieben ist, in die ich reinpasse, behalte ich die auf jeden Fall. Kleider. Schwieriges Thema. Ich habe zwei kurze und zwei lange. Und ich finde aber keins davon so richtig gut und alltagstauglich. Ich finde, das Kleid ist sehr schön. Aber ich finde, ich mag es an mir nicht so gerne. Ich habe das Gefühl, dass es eine Frau gibt, die das mehr kleiden würde als mich. Da das aber das einzige Kleid ist, was ich habe, ich trage sehr gerne Kleider im Sommer, was alltagstauglich ist, werde ich das erstmal behalten. Das Kleid habe ich mir auf Ibiza gekauft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so mit dem ganzen Licht und so sehen kann. Aber das passt ganz schön zu meinen Augen und ich finde, es steht mir auch ganz gut. Es hat hinten so ein... So sieht das Ganze jetzt aus. Und eigentlich denkt ihr jetzt vielleicht, das sieht gar nicht so viel anders aus als vorher. Aber dieser ganze Klamottenhaufen hier unten fehlt. Also ich habe hier oben meine Strickpullis, dann sind hier die Hoodies, die Kevin und ich uns teilen. Ja, und hier hängt halt einfach der Rest. Bei den Hosen hat sich krass viel getan. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Und vorher hatte ich richtig viel Scheiß, den ich niemals getragen habe. Ja, und hier ist Unterwäsche und Sportzeug drin. Da sind Socken drin von uns. Und da unten sind ist Kevins Unterwäsche. Das ist das Zeug, was weg kann. Also es ist schon echt eine ganze Menge. Ja, und dann habe ich hier noch so zwei Stapel, da muss ich so ein bisschen gucken. Also das hier sind emotionale Sachen. Das ist zum Beispiel ein Winterpulli von einer strippenden Elfe. Das hat Kevin mir mal zu Weihnachten geschenkt und das will ich irgendwie nicht wegtun. Ja, das hier ist ein Outfit aus Indien und damit verbinde ich wirklich sehr, sehr viel und ich möchte gern auch nochmal dahin und das ist perfekt geschnitten und deswegen möchte ich das aufheben, auch wenn ich das in Deutschland nicht trage. Das hier ist ein T-Shirt, Merch von der Band, wo ich Kevin auf dem Videodreh kennengelernt habe. Und das ist mein erster Merch damals gewesen. Die Leute, die schon richtig lang dabei sind, die kennen den noch. Und das hier ist der Ich-bin-mir-unsicher-Stapel. Das sind jetzt einfach Sachen und das ist eine Methode, die für mich sehr, sehr gut funktioniert, die ich euch ans Herz legen kann, auszuprobieren. Einen Stapel zu machen oder eine Kiste mit Dingen, von denen ihr euch nicht traut, euch zu trennen, weil ihr sie irgendwie cool findet, aber trotzdem niemals anzieht. Und dann zwinge ich mich, mindestens zwei oder drei Teile davon jede Woche anzuziehen.
Also im Sinne von, ich muss dann zum Beispiel diese Hose einfach 2 Tage lang tragen. Also es ist so krass, man denkt vor diesem Tag, ich kann nicht auf diese Hose verzichten. Oh Gott, ich kann es nicht übers Herz bringen, sie wegzugeben. Und wenn du dann irgendwas einen Tag getragen hast und du hast dich richtig unwohl da drin gefühlt, dann ist es so einfach, das wegzugeben. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach hier liegen und trage das nächste Woche auf und guck mal. Und jetzt wird bestimmt die Frage aufkommen, wo der ganze Scheiß hinkommt. Meine Familie hat halt einen Secondhand-Laden, deswegen komme ich mit dieser riesen Kiste einfach zu meiner Mama. Die guckt da durch und das, was sie für ihren Laden haben will, das nimmt sie sich dann raus. Der Rest, da hat sie dann so Stellen, wo das hinkommt. Ja, Boys and Girls, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war meine Kleiderschrank-/Ausmist-Tour. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, wenn ich die Kamera nicht mitgenommen hätte, hätte ich das nicht so akkurat gemacht, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt, wie ihr das immer so handhabt. Macht's gut!